Hallo ihr, heute stelle ich euch die App Snapchat vor. Damit könnt ihr Bilder und Videos, sogenannte Snaps, an eure Freunde schicken. Wenn ihr die App öffnet, gelangt ihr direkt in die Aufnahmeansicht. Hier könnt ihr einen Snap mit der Front- oder der Rückkamera aufnehmen und ihn mit Texten, Zeichnungen und verschiedenen Filtern aufpeppen. Für ein Foto drückt ihr einmal kurz auf den Aufnahme-Button. Für ein Video haltet ihr den Button gedrückt. Einen Snap könnt ihr an einzelne Freunde, mehrere Personen oder sogar an ganze Gruppen schicken. Der Clou dahinter: die Dateien sind nur für eine begrenzte Zeit sichtbar und werden danach automatisch gelöscht. Sollte der Empfänger schummeln und einen Screenshot machen, merkt das der Dienst und informiert euch darüber. Wischt ihr nach rechts, findet ihr die Snaps, die euch eure Freunde geschickt haben. Habt ihr einen Snap bereits angeschaut, könnt ihr ihn einmal wiederholen. Das funktioniert, indem ihr den Snap gedrückt haltet. Ihr könnt auch mit euren Freunden chatten, doch auch hier verschwinden die Nachrichten nach einer gewissen Zeit. Wischt ihr nach links, öffnen sich die Stories. Hier könnt ihr mehrere Snaps zu einer Geschichte bzw. Story zusammenfassen, die dann 24 Stunden abrufbar ist. Natürlich könnt ihr hier auch die Stories eurer Freunde oder verschiedener Anbieter sehen. Über das Geist-Symbol kommt ihr auf euer Profil. Hier seht ihr, wenn euch jemand als Freund hinzugefügt hat, und könnt auch selbst Freunde adden sowie eure Einstellungen bearbeiten. In den Einstellungen könnt ihr festlegen, wer euch kontaktieren darf und wer euch auf einer Live-Karte sehen darf. Wir empfehlen euch hier unbedingt, den Geist-Modus auszuwählen, denn niemand muss immer genau wissen, wo ihr gerade seid. Laut AGB müsst ihr mindestens 13 Jahre alt sein, um Snapchat nutzen zu dürfen. Wichtig ist auch, dass ihr keine intimen oder peinlichen Bilder über Snapchat versendet, auch wenn sie vermeintlich gelöscht werden. Denn sobald jemand einen Screenshot macht, können auch unangenehme Bilder in Umlauf geraten. Mehr Infos zur App Snapchat und auch dem Datenschutz findet ihr im Apps und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.